Ey, du hast schon die neue Story von der Mediatheke gesehen? Ja, finde ich kacke. Ey, Leute, ganz ehrlich, die Mediatheke fängt genau jetzt an und wir haben keinen Moderator. Hat irgendjemand Nico gesehen? Nee, kein Plan. Ich keine Ahnung. Wolltest du nicht abholen? Ich weiß von nix. Ist jetzt auch ganz egal, wir brauchen eine Lösung, also brauchen wir jetzt einen Moderator. Ja, also wenn es unbedingt sein müsste, könnte ich natürlich auch moderieren. Also, wenn ihr wollt, mache ich das. Kein Problem. Ey, aber Chris, du kannst doch nicht in Jogginghose moderieren. Zufälligerweise. Ja, herzlich willkommen zur Mediatheke. Schön, dass ihr zuschaut. Mein Name ist Christoph Gehn und ich springe heute für Nico ein. Ich habe leider keine Ahnung, wo der steckt. Ich finde es auch ein bisschen frech von ihm, einfach nicht aufzutauchen. Hoffen wir mal, dass es ihm gut geht und vor allem, dass er keine verstopfte Nase hat. Ja, die Mediatheke, die gibt es jetzt eigentlich zum dritten Mal. Und seit der letzten Ausstrahlung ist echt viel passiert. Deswegen haben wir eigentlich einiges aufzuholen. Was ist denn erst passiert? Ja, Trump ist jetzt Präsident. Deutschland ist wiedervereinigt. Und die Titanic ist untergegangen. Und was haben wir noch? Ah ja, Jäger und Sammler gibt es auch nicht mehr jetzt. Ist jetzt alles so agrarwirtschaftmäßig. Aber wir beschränken uns hier lieber auf aktuellere Themen. Zum Beispiel Andrea Nahles, ja, die ist jetzt zurückgetreten. Und der neue Chef der SPD heißt jetzt Brandon Stark, der dreieugige Rabe. Denn der hat einfach eine richtig nice Geschichte. Aber ihr merkt schon, unsere Redaktion hat nicht so wirklich eine Ahnung von Politik. Aber es gibt ja auch viel wichtigere und interessantere Themen wie Politik. Zum Beispiel die Lochis, die haben sich ja jetzt aufgelöst. Ne? Also jetzt freut euch nicht zu früh. Die haben sich nicht in Säure aufgelöst, sondern einfach nur in YouTube-Channel. Ja, schade eigentlich. Aber ich habe gehört, die machen jetzt nur noch Ratiofarm-Werbespots. Ich hätte auch einen Vorschlag, vielleicht übernehmen einfach Lisa und Lena, diese Musical.ly-Stars, die Show von denen, also den Channel. Denn die können ja auch nichts. Ist generell so in der Medienbranche, da gibt es viele Leute, die irgendwie nichts können. Ne? Ja, noch so ein Thema, das jetzt in letzter Zeit aufgekommen ist. Frauen möchten jetzt weniger Geld bezahlen für Menstruationsprodukte, also so Binden, Tampons oder Menstruationstassen. Ja, ich war selbst auch überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. Männer im Gegenzug möchten jetzt auch weniger Geld bezahlen für Bier, Bohrmaschinen und Pornhub-Premium-Accounts. Aber Mädels, ich bin echt auf eurer Seite. Wirklich, nur ich habe noch einen kleinen Tipp. Falls ihr mal irgendwie wieder zu wenig Geld habt für einen Tampon oder so, so ein guter alter Weinkorken, der tut es in der Regel auch. Ja, was haben wir denn noch? Ah, Niki Lauda. Ja, das ist ein geschmackloses Thema, denn Fans von Niki Lauda haben sich bei der Beerdigung in Wien vor den offenen Sarg gestellt und Selfies gemacht. Die mussten das auch ein paar Mal wiederholen, denn Niki Lauda hatte auf allen Fotos die Augen zu. Ja, das ist echt extrem geschmacklos. Niki Lauda war auch echt todsauer. Todsauer war auch die CDU über diesen kleinen YouTube-Fauxpas, der ihnen so passiert ist. Denn da kommt einfach mal so ein YouTuber, und sorry, ich kann es nicht anders ausdrücken, und fickt einfach mal eine Partei, eine der ältesten Parteien Deutschlands, mal so richtig weg, kurz vor der Europawahl. Ja, eigentlich wollte ja der Posterboy und Hoffnungsträger der CDU, Philipp Amthor, eigentlich so eine richtig frische, krasse Videoantwort dem Rezo mal so um die Ohren schmettern. Aber leider ist da nichts draus geworden, denn irgend so ein Parteikollege von ihm hat gemeint, nee, junge Leute, die erreichen wir nicht so richtig gut mit einem Video. Ich glaube, so ein 11-seitiges PDF-Dokument, das bringt da echt mehr. Philipp Amthor war auch ein bisschen enttäuscht. Der Rest der CDU hat sich gegenseitig auf die Schulter geklopft, aber Philipp Amthor meinte dann so,
Ja, ich hätte mich auch schon gefreut, dieses Video zu machen. Und ich habe es auch gemacht, aber leider ist es jetzt nicht draußen. Aber zum Trost setze ich mich vielleicht einfach schön vor den Kamin mit meiner Rheumadecke und trinke einen Robbie Bubble. Aber heute mal aus einem großen Glas, ne? Ja. Ja, und während die CDU gerade bei den jungen Wählern viele Stimmen verloren hat, hat die Partei jetzt bei der letzten Europawahl viele Stimmen gewonnen und einfach mal ihre Sitze im Europaparlament verdoppelt. Die haben jetzt nämlich 2. Die haben auch echt interessante Ansätze, die Partei. Zum Beispiel so ein Wahlsystem, wo du ein Upvote und ein Downvote bekommst. Das heißt, du hast zum Beispiel Lust, die Partei zu wählen oder die Grünen oder die Linken oder die SPD oder was, aber was weiß ich. Und dann gehst du aber hin und downvotest einfach mal die AfD. Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant. Was auch ziemlich nice ist, die wollten eigentlich mal eine Mauer zwischen Baden und Württemberg aufbauen. Das wäre ja eigentlich mal eine richtig gute Idee, denn die beiden Länder, oder nicht Länder, die beiden ehemaligen Länder, die können sich ja auch nicht so richtig leiden. Ne? Das war auch bei Karlsruhe und Stuttgart so. Das sind so Todfeinde wie McDonald's und Burger King, dann das linke und das rechte Twix oder Samuel Koch und Treppen. Unser Außenreporter Tristan Müller hat sich jetzt mal ins Feindesland begeben und hat sich für euch mal schlau gemacht, wie tief der Hass eigentlich wirklich noch sitzt. Verkehr hier ist horrible. Sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Das kann es ja nicht sein. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Stuttgart heute. Wir sind aus Karlsruhe angefahren, um herauszufinden, wie sehr sich Stuttgarter und Karlsruher hassen, beziehungsweise wie tief die Feindschaft zwischen Badnern und Schwaben heute immer noch ist. Deshalb werden wir eine kleine Umfrage starten und wir schauen mal, ob ich sie überlebe oder nicht. Ihr werdet sehen. Bis gleich. Seid ihr aus Stuttgart? Ja, Gott sei Dank, ist auch besser so. Entschuldigung, sind Sie aus dem Schwabenländle? Okay. Klar und deutlich. Entschuldigen Sie, sind Sie aus dem Schwabenländle? Okay. Ist hier irgendjemand wirklich engagiert aus dem Schwabenländle? Die gucken alles so böse und so. Sind Sie aus dem Schwabenländle? Schwabe, echter Schwabe, ja. Ah, okay. Genau. Weil wir sind Studenten aus Karlsruhe, also ich hoffe, Sie hassen mich jetzt nicht. Ein alter Badenser bin ich, genau. Also es gibt ja so das Gerücht, dass die Karlsruher und die Stuttgarter sich nicht so mögen. Schau mal, hast du davon gehört? Und was sagst du dazu? Ja, es stimmt. Okay, alles klar. Ah, jetzt sind wir richtig enttäuscht, dass sie nicht ins Fernsehen kommen. Waren die überhaupt schon 18? Es gibt ja auch so eine Rivalität zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Haben Sie da schon mal was von gehört? Nee. Also Rivalitäten, damit habe ich nichts am Hut. Okay, also sagen Peace, ist, Freude, genau. Friede, Freude, Eierkuchen. Das, genau. Das ist doch super. Ich bin ein Partner, also. Großem. Ich wollte Sie zu den schwäbisch-badischen Beziehungen fragen. Hallo? Nicht wegrennen. Hallo? Diese Schwaben, echt. Also wir sind jetzt wirklich im Herzen des Feindeslandes. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte. Die Kessellage tut ihr Übriges, also die Luftqualität ist ja wirklich schlimm. Und auch das Dieselfahrverbot, es bringt nichts, es ist furchtbar. Also ja, wenn ich meine Luft aus der Heimat nicht hätte, wäre ich wirklich verloren. Ja, danke Tristan. Ich hoffe doch, deine Lunge erholt sich irgendwann wieder. Für viele Menschen ist es Wein, für andere ist es ein richtig guter Käse, aber wenn wir uns mal einig sind, die größte Errungenschaft, die größte kulinarische Errungenschaft der Menschheitsgeschichte ist ganz klar die Snackbox. Ja, Sebastian Knabber und Lorenz Happen, oder vielleicht kennt ihr sie als die Man in Snack,
sind zwei extrem renommierte Gastrokritiker. Und hier bei der Mediatheke gibt es eine neue Rubrik mit dem Namen Snackbox Review. Und hier ist Teil 1. Mein Name ist Sebastian Knabber. Und ich bin Lorenz Happen. Willkommen bei der heutigen Snack Review. Heute haben wir uns hier für diese Schönheit entschieden. Wir haben einen waschechten Knabbermix. Ja, der Renner auf Partys, wird aber auch viel gehasst. Wir wollen rausfinden, was dahinter steckt. Ja, Sebastian, ich würde mal sagen, du fängst jetzt einfach mal an, hier das Ding aufzumachen, ne? Uiuiuiui, Lorenz, was lacht mich denn da an? Lorenz, nee, echt nicht. Wir sind auf Kamera, nee. Ja, mit was fangen wir denn hier an? Ich würde mal sagen, hier ein Klassiker. Chips. Hast du denn gewusst, woher die Chips kommen? Nee. Die wachsen nämlich auf Chipsstauden in Vietnam. Da müssen die Arbeiter die immer ganz vorsichtig runterpflücken. Ja. Ja? Wunderbar. Ich werde nicht ganz schlau aus dem Teil. Ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Sieht sehr seltsam aus. Ich weiß auch gar nicht, wie man das essen soll. Ah. Geht nicht? Guck mal. Ist nicht mundgerecht irgendwie. Nee, lass es lieber, bevor es passiert. Ah, ich leg's. Nee, kann man nicht essen. Die Maisflips. Kennt man eigentlich auch. Ist jetzt auch nicht irgendwie das Allerneueste. Haben wir auch immer eine spannende Beschaffenheit. Auf jeden Fall. Ich mach einfach mal direkt den Test. Sebastian, sag mal was. Hallo. Ist es jetzt irgendwie besonders? Irgendwas anderes? Du musst mir ein bisschen Input geben. Hallo. Ja, cruncht auf jeden Fall gut. Das sind einfach die Besten. Kommen wir jetzt zu einem Gast, auf den freue ich mich schon, seit ich angefangen habe, ihn anzumoderieren. Er ist Komiker, Kabarettist und Musiker. Ihr kennt ihn alle zum Beispiel aus der Heute-Show und ich freue mich, dass er heute hier ist. Olaf Schubert. Hallo. Setz dich erstmal. Haben Sie gerade Schubert gesagt? Kannst du mich ruhig duzen? Schubert? Ja, Olaf Schubert. Ich war. Mach mal die Musik aus. Also, um das kurz klarzustellen, ich bin nicht Olaf Schubert. Ja, macht alles cool. Du kannst ja nichts dafür. Du kannst ja nichts dafür, oder? Hast schon die Mediathek? Hast du dich als Olaf Schubert hier ausgegeben? Oder? Nee, ne? Nee, also ich heiße auch Olaf, aber ich habe eigentlich gar nichts mit Olaf Schubert zu tun. Tanja, kann es sein, du warst fürs Booking zuständig, ne? Kann es sein, dass du einfach irgendeinen Olaf eingeladen hast? Mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, wenn ich... Ja, du kannst überhaupt nichts dafür. Ich würde sagen, wir ziehen das einfach durch jetzt irgendwie, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ich habe jetzt Zeit. Also und wir haben keinen Gast, also müssen wir das irgendwie zusammen über die Bühne bringen. Aber Tanja, das hat ein Nachspiel. Nein, das passiert mir öfter. Nee, sorry, aber da stirbt einmal eine Oma und schon kann man seinen Job nicht mehr richtig machen. Okay, wir machen jetzt einfach... Olaf Schubert, deine neue Tour ist jetzt... Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Werbung und dann gucken wir erstmal, wie wir das hier regeln. Hallo, mein Name ist Nens Rumps, Leiter Service Center bei Klarglas. So ein Steinschlag ist alles andere als harmlos. Ich zeige euch jetzt mal, warum. Da genügt schon ein Steinschlag. Na klar könnten wir bei Klarglas Ihnen die Scheibe einfach austauschen. Allerdings habe ich da überhaupt keinen Bock drauf und Sie würde das auch noch Geld kosten. Deshalb lösen wir Ihr Problem anders und ich klaue Ihre Dreckskarre einfach. Klarglas repariert nicht, Klarglas klaut. Wissbegierig. Sozial. Und wohlhabend. So sind Studi-Partner. Arbeitslose und Alkis ohne Niveau. Filmen, schreiben, hören. Filmen.
Das alles lernt ihr bei Kultur Mediatechnologie, dem weltweit einzigartigen Studiengang in Karlsruhe. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann bewerbt euch jetzt! Der Studiengang KMT nimmt seit dem Wintersemester 2018-2019 keine neuen Studierenden auf. Ein Auswahlverfahren findet nicht statt. So, Olaf, schön, dass du hier bist. Ich freue mich echt mega. Freut mich auch wirklich. Vielen Dank für die Einladung hier sehr in gerne, die Mediatheke. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ist wirklich gerne. Nett. Ja, Olaf, kennst du eigentlich hier Wendy? Zufällig. Ja, das ist diese Pferdezeitschrift. Ja, richtig, richtig, richtig. Früher. Gerne gelesen, auf dem Klo auch. Ja, ist echt gute Literatur. Ja. Was ich mich nur frage, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumgeblättert und in dieser kompletten Zeitschrift ist kein einziger Pferdepimmel zu sehen. Und was ich mich frage, glaubst du, da gibt es einen Menschen in der Redaktion, der nur dafür zuständig ist, Pferdepimmel aus der Wendy raus zu photoshoppen, damit kleine Mädchen damit nicht konfrontiert sind? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das mehr Leute sind als in der eigentlichen Redaktion. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ganzes Team voller Asiaten, die da sitzen und mit Photoshop irgendwie versuchen, die Pimmel der Pferde rauszuschoppen. Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Also, ich glaube es ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es mehr Leute sind, als die Geschichten hier schreiben. Aber die sind gute Geschichten, muss man dazu sagen. Also, ich habe noch keine, ich kann aber auch fast nicht lesen. Also ich habe echt. Na, aber egal, ja, letzte Olaf. Letzte Woche haben wir das A gelernt. Was ist denn, ich habe hier ein paar allgemeine Fragen, die du mir vielleicht beantworten kannst. Weil, gerne. Wir können ja jetzt nicht so Olaf Schubert-mäßige Fragen beantworten. Ja, was ist denn 2 mal 10? 20. Mhm, 20. Und was ist 14 durch 2? 7. 7. Ja, ich bin sehr gut in Mathe, wie man sieht. Da bin ich überragend. Was ist deine Lieblingsreihe, um mal einfach das Spiel zu drehen? Wie meine Lieblingsreihe? Da die 1er-Reihe, die 2er-Reihe, die 3er-Reihe. Meine Lieblingsreihe ist eigentlich, oh Gott, ich glaube die 7er-Reihe. Ja, die 7er-Reihe mag ich auch. Ich finde, die geht so schön von der Hand. Ja. So 7, 14, 21, das ist ein gutes Gefühl, wenn man die so rechnet. 28 ist, glaube ich, auch am Start, oder? Ja, das ist 4x7, Alter, krank. Andere Frage, würdest du lieber Kot essen, der nach Schokolade schmeckt, oder lieber Schokolade, die nach Kot schmeckt? Ich glaube, ich würde lieber Kot, der nach Schokolade schmeckt, essen. Wirklich? Weil, ja. Ich verstehe das nicht, warum immer alle sagen, das ist eklig, weil man isst ja dann scheiße, aber wenn es mir auch scheiße schmeckt, ist es doch eigentlich scheiße. Egal. Das war sehr oft das Wort. Genau. Also im Prinzip hast du eigentlich recht, weil wenn es nach scheiße schmeckt, ist es ja eigentlich scheiße. Aber es gut, du kannst halt krank werden davon wahrscheinlich, wenn du scheiße isst. Hat das Gemälde gerade gesprochen? Egal. Ist das schon die ganze Zeit da hinten? Eine andere Frage, wenn du in einem Film deiner Wahl mitspielen könntest, welche Rolle würdest du spielen und warum? Ich denke, ich würde, glaube ich, die Rolle meiner Mutter in meiner Biografie spielen. Ich glaube, da bin ich perfekt für geeignet. Ich denke, das wäre so mein Wunsch, glaube ich, insgesamt. Ja. Wie sieht denn deine Mutter aus? Hat die auch so einen schönen Bart wie du? Ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber ich denke, dass sie auch so einen schönen Bartwuchs hat wie ich. Ja. Okay, ja. Das ist ein bisschen traurig. Aber hör zu, du bleibst noch ein bisschen hier. Wir haben nämlich noch ein Spiel vorbereitet. Aber jetzt schauen wir erstmal noch den zweiten Teil unserer großen, wunderschönen Snackbox-Review. So, ich habe jetzt hier eine Nuss im Teigmantel. Ich habe da jetzt was Kleines vorbereitet. Mhm. Mhm. Ja, genau. Wir gucken nämlich jetzt nach dem Querschnitt hier. Boah, wie wir sehen, 10% Teigmantel würde ich sagen und 90% Nuss. Perfektes Verhältnis, ist sauber. So, jetzt wollen wir das Ganze mal im Glas ausprobieren. Mhm. Das Aroma verteilt sich durch die Reibung an der Wand. Wow. Gourmet. Zu guter Letzt haben wir die hier. Das sind einfach so welche, nach denen hat niemand gefragt. Nee, das ist so ein Rausschmeißer bei jeder Party. Ja, es sind fad, die sind langweilig. Es ist einfach, wenn du die auspackst, verlassen Leute echt den Raum. Aber was ganz cool ist, die haben hier wie so ein Würfel, wie so eine Augenzahl. Ich habe hier 5 Punkte. Und du? Haha, ich habe auch eine 5. Ach was, wie geil. Mm-mm. Schau mir weg.
Das verfliegte Wort. Ich habe jetzt nur noch diesen Brei im Mund. 2 Sekunden Geschmack gehabt. Das will doch auch niemand auf einer Party. Unglaublich. Gut, dann sind wir jetzt ja eigentlich fertig hier, oder? Eine Idee habe ich noch. Warte. Sehr gewagt. Was wird das? Was wird das? Zehn von zehn. Ja. Nee, nimm den nicht von denen. Nein. Die willst du nicht. Will ich nicht? Nee. Okay, Olaf. Du hast es trocken. Erstmal vielen Dank nochmal an unsere Snackbox-Reviewer. Wirklich kulturell hochwertig. Olaf, hast du vielleicht Lust, ein Spiel zu spielen? Ja, klar, unbedingt. Ja, ich super. Auch. Ich auch, richtig. Swag. Ja, geil. Richtig fresh, Mann. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal unsere Quizmasterin rein. Einen kleinen Applaus vielleicht von dir und mir für Emily. Hallo Emily. Hi Emily, schön, dass du hier bist. Das war dein Applaus. Olaf, ich erkläre dir mal ganz kurz, wie das lustige Spiel funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Internetporno gesehen oder davon gehört? Ich habe da ein Video zugesehen, mal, wo darüber aufgeklärt wurde, dass es diese Dinge gibt in diesem Interweb. Dann bist du eigentlich gewappnet für dieses Spiel. Weil manchmal sind die Kommentare unter diesen Videos ja auch nicht ganz klar, was da eigentlich abgeht. Und wir haben uns überlegt, wir lassen uns jetzt von Emily ein paar Kommentare zeigen und wir beide müssen dann entscheiden, ob das eher unter einem YouTube-Video war oder unter einem Porno-Video. Und ich würde sagen, Emily, zeig uns mal den ersten Kommentar. Hey. Hey. Das ist der ganze Kommentar. Hey. Also da das fällt mir, ich weiß nicht, also es könnte... Also was wollte uns der Verfasser damit sagen? Ich denke, er wollte einfach vielleicht ein bisschen Kontakt aufnehmen. Das könnte eigentlich auch, das könnte ein Porno gewesen sein. Ja, ich glaube, das war so einer von diesen... Oder so ein 8-Jähriger auf YouTube, so. Hey. Na, ich glaube, das ist einer von diesen Selfmade-Porn-Kommentaren. Weißt du, ich meine? Also so in der Hoffnung, dass man mit der Person interagieren kann, weil das ist ja für ein User-Date. Meine Nachbarin in der Gegend, wohnt nur 3 Häuser entfernt. Okay, dann glaube ich ganz ehrlich gesagt auch. Ich würde sagen, ich sag Porno. Sagst du auch Porno? Ich sag Porno, du sagst Porno. Und, was ist es? Porno. Super. Nächster Hammer. Kommentar. Moment, ich gebe beiden von uns mal einen Strich. Gib mir mal einen Punkt, genau. So satisfying to watch. Es könnte so ein YouTube-Video sein. Das ist bestimmt, kennst du diese YouTube-Videos, wo so Sachen geschnitten werden oder so ein Apfel gepeelt oder so? Furchtbar. Das ist so. Das ist Sand, wir schneiden Sand durch und dann kriegt so dann 1 Million Views. Das ist so ein ASMR-Video, sag ich dir, ganz im Ernst. Ich könnte mir das auch vorstellen, aber ich will hier ein bisschen Konkurrenzkampf und deswegen gehe ich auf... Dann, du wirst untergehen, nicht ich. Was, ne? Was sagst du? Ich sage, das ist ein YouTube-Video, ganz klar. Ich würde auch sehr gerne ein YouTube-Video sagen, aber ich mache spannend und gehe mit Porno. Ah! Scheiße. Okay, 2-1. This looking like plastic. Kannst du es mal übersetzen? Mein Englisch ist leider etwas eingerostet. Das Aussehen wie Plastik. Ach so. Also ich glaube, das Offensichtliche wäre jetzt ein, dass es so ein komischer Porno ist mit irgendwelchen merkwürdigen Dingen. Aber ich glaube, das ist so ein klassischer Lego-Kanal. Da wird Lego reviewed. Oder Lego-Pornos. Weißt du, so Stop-Motion-Lego-Pornos. Ist das dann YouTube? Welche Kategorie ist das dann YouTube? Ich glaube nicht, dass man das... Dürfte man das auf YouTube zeigen? Ja, wenn man drunter schreibt, dass es nur ein Witz ist. Dass es nur Satire ist. Okay, ja, man muss Satire drunter schreiben. Was denkst du jetzt? Also das ist YouPorn. Doch, YouPorn? Komm. Ich weiß doch, was ich geschrieben habe. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Ich kenne meine Kommentare. Ich gehe auf YouTube. Echt? Du gehst auf YouTube? Ja. 2-2, jetzt wird's langsam spannend. Wow. Anyone here want to trade Yu-Gi-Oh! Cards? Hast du Yu-Gi-Oh! Gespielt? Ich habe es nie wirklich gespielt, aber ich kenne es und das ist für mich ein klassisches
Porno-Video und ich glaube, das Video heißt der dreieugige Drache mit dem eiskalten Fick. Ich bin sicher, dass der Film. Also denkst du, das ist. Das ist ein klassisches Porno-Video, ja. Das ist eine Porno-Konversation. Ich denke, das ist so, ganz ehrlich, ich glaube, die. Ich gehe mit dir. Das ist Porno. Das ist so Afterfab einfach. Warum sollte das jemand auch auf YouTube schreiben? Die schreiben doch nur First hin einfach. Nochmal. Ja, okay. Was war's? Wir kriegen beide einen Punkt. Ist es der letzte jetzt? Kriegen die Konversation noch weiter, würde ich gerne wissen. Ist es jetzt ein Matchball? Ist es jetzt? Okay, my dog walked in while I was watching this. I feel like he's disappointed to me. Also ich sag, das ist YouTube. Ich glaub's YouTube. Aber was ist das für ein Video, wo ein Hund enttäuscht ist, wenn man die Lochis schaut? Oder was ist das? Nee, die haben sie ja aufgelöst. Echt? Obwohl, die Videos sind ja immer noch da, der Kanal ist ja nicht gelöscht. Schade, ne? Also ich, ja. Es gibt viele Sachen auf YouTube, über die man enttäuscht sein könnte, wenn sich jemand die anschaut. Sehr viele Dinge auf YouTube, über die man enttäuscht sein könnte. Aber ich glaube, das ist YouPorn. Ich sag YouPorn. Ich sag YouTube. Wow, das ist unglaublich spannend gerade. Habe ich jetzt gewonnen? Olaf, du hast gewonnen. Oh shit. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Super, Emily. Danke, dass du das gemacht hast. Und einen kleinen Applaus für Emily. Sie hat ja viele lange Stunden trainiert. Ja, haben wir auch gemerkt. Das war's eigentlich schon für heute. Oder besser gesagt für dieses Jahr. Und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht, weil es gibt's halt einfach nicht mehr jetzt. Vielen Dank an Olaf, vielen Dank an Emily, ja, danke an alle, die mitgewirkt haben. Fixer! Ich kann anfangen. Mediatheke.